Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich. Ja, Foundation hat uns wieder, da hinten wartet wieder einer und will irgendwas. Da gucken wir mal, was er will. Holz für die Boddingens. Wie viel will er denn haben? Der Gute, 100. Wir haben 400. Kann er haben. Kann er haben, aber ich möchte mehr. So, dann liefern wir das mal aus. Ja, na, läuft. 300 Goldmützen und hier ein Plus bei Arbeiterschaft Einfluss. Ja, so soll das sein. So, jetzt habe ich gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich die Meldung bekommen, mal wieder hier von wegen traurige Dorfbewohner. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum, wieso, weshalb. Ne? Ich habe keine Ahnung. Wir haben kein Fest gemacht, das vorbei ist. Wir haben keinen Bonus bekommen, der irgendwie ausgelaufen ist. Es kommt einfach die Meldung hier von wegen bla 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 bla. Ne? Und ja. Aber lieber erstmal ein Update machen. Ne? So, dann würde ich sagen, machen wir in aller Ruhe jetzt mal hier ein bisschen weiter. Ne? Das hat sich ja schon ganz gut hier so etabliert, ne? Hätte ich gesagt. Hier so unser kleines Dörfchen hier, das sich so langsam in Richtung Fluss erstreckt. Fisch haben wir jetzt auch am Start. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, ob ich in der letzten Folge eigentlich den Fisch auch in den Handel geschoben habe oder ob da nicht irgendwie was war. Aber ich glaube ja. Genau. Ab 100 geht das rüber und wir haben hier die Handelsrouten. Was können wir denn noch verkaufen? Stroh. Nur dann. Wir könnten Stroh kaufen. Das ist doch schön. Das ist doch... So, lass mal gucken. Bären. Aber die verkaufen wir ja schon. Kräuter ist noch nicht... Das ist noch nicht... Bretter verkaufen wir schon. Eisen ist noch weit weg. Ja, wir sind also noch jungfräulich in diesem Spiele unterwegs. Ist ja auch nicht schlecht. So, dann hätte ich gedacht... Kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen so um die Brotherstellung, weil dann haben wir eigentlich im Prinzip drei Nahrungsmittel, die wir schon im Angebot haben. Dann sind die Leute ein bisschen happy, ne? Und dann sollte das auch funktionieren. Deswegen hätte ich gesagt, wir machen hier hübsch in die Gegend da. Ja, muss ich mal gucken, habe ich nicht das schon gekauft? Aufgeben. Aufgeben. Okay, das gehört uns alles, da können wir uns austoben. Das ist doch mal schon ganz nett. Das passt doch schon. Ganz gut hier rein. So, dann würde ich vorschlagen, bauen wir uns hier mal... Haben wir das überhaupt schon? Haben wir das schon? Schaut nicht so aus. Dann lass mal hier gucken. Fortschritt. Was können wir denn mal... Hier, guck, Landwirtschaft. Bäckerei, Wagen mit Brot, das ist super. Das ist schön. Also ich würde sagen, wir machen trotzdem eine Mischung aus Weizen und Mais. Weil das schaut einfach ganz nett aus, das Weizenfeld. Und dann würde ich sagen, machen wir das ganz einfach mal. Kleiderproduktion, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Mal ganz kurz gucken. Hallo. Das ist jetzt wieder so ein Ding, weil wir werden doch garantiert, wir brauchen doch dann hierfür garantiert. Ach nee, guck mal. Leibeigene, okay. Beim Brot brauchen wir dann gemeine. Also wir können Weizen jetzt erstmal anlegen und dann müsste ich aber eigentlich schauen, dass wir auch Schafe züchten. Ha. Die kommen aber ja später, oder? War da nicht irgendwas? Ich meine, notfalls können wir es einkaufen. Ne? Notfalls können wir es auch käuflich erwerben. Deswegen hätte ich jetzt fast gesagt, komm, wir investieren hier mal rein. Das ist fein. Taverne, Steinmetzhütte, Warenmarkt. Da investieren wir mal. Die Vogtei würde ich jetzt noch ein bisschen warten. Würde ich noch ein bisschen warten. Und
die Maisfarm. Guck mal, wir kaufen das noch ein. Das ist okay, eine Holzbrücke brauche ich nicht. Eine Hecke brauchen wir nicht. Nee. Brauchen wir alles noch nicht. Nee. Holzkreuz, rote Karte, schlichte Statue, Steingrab. Nee. Brauchen wir im Moment alles noch nicht. Dafür haben wir jetzt das hier. Das ist schon mal besser. So, und dann würde ich sagen, setzen wir uns das gute Teil doch mal einfach hier so hin. So, ein bisschen weiter weg. So. Na komm. Zack. Lassen wir das mal bauen. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe auch mal die Mod rausgenommen wegen den Living Quarters. Also sprich, dass die Leute in den Arbeitsstätten wohnen können. Ist zwar eine nette Idee, aber wirklich nicht ausgereift, weil mitunter hattest du ja wirklich Arbeitsplätze, wo quasi ja, zwei Leute drin arbeiten und nur ein Schlafplatz war. Ne? Das ist nix. Das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. So, die bauen mir das jetzt. Das ist schön. Ich würde auch vorschlagen, dass wir das hier langsam mal umbauen werden. Mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, wir machen das mal... Komm, gib mich mal die Aladdin. Ja. So, machen wir erstmal hier einen schönen Weg runter. So, da muss ich wieder aufpassen. Nachher haut es mir noch das Haus weg. Na komm. So. Und dann hier so runter. So ist doch schön. Da vielleicht noch weg, ja. Da vielleicht noch weg. Das lassen wir bauen. Und dann werde ich nämlich hier das nämlich ersetzen. Mhm. Habe ich die Anzeigen eigentlich auch bei den Häusern, die ich mit der Mod setze? Das wäre ja das hier, ne? Aha. Nee. Brauche ich auch nicht, ne? Wir hebeln damit ja das komplette System aus. Ich meine, wenn sie nicht so willkürlich bauen würden, ne? Dann wäre das ja alles nicht so schlecht. Aber mitunter bauen die wirklich sowas von katastrophal, dass mir das auch überhaupt nicht gefällt vom Schönbau her. Deswegen würde ich sagen, hier komm. Ne? Lass gut sein. So, also Mods und Quatsch, Mods. Hier. Yeah. Res. So. Und dann baue ich nämlich gegenüber jetzt mal zwei Häuserchen hin. Ist schon eine steile Ansage hier, ne? Vielleicht sollten wir vorerst mal das hier. So. Gras und runder Stein. Nee, wir machen mal wieder hier einen auf Schlamm. Schlamm und runder Stein. Das passt. Wähl deine Funktion. Landschaftsformen. Nein. Terrassen. Okay. So. Und dann hier einmal so ein Dingens hingedönst. So. Vielleicht sogar noch einen Tacken höher. So. So. So ist schon mal ganz gut. So schaut es doch nett aus. Und dann hier noch ein kleines vielleicht. Das kleine war das hier. Er ist zu klein. Er ist zu klein. So. Und dann das so hin und so da hoch. So, dann haben wir hier schöne Terrasse. Genau. Das machen wir. Bauen bitte, danke. Dann können wir die Sache zumachen und ich muss hier aber erstmal die Bäume wegmachen. So. Zack. 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 Kriege ich den da nicht weg? Nee. Schade. Ja gut, dann lass mal den halt. Dann lass mal den halt. So, einmal gebaut. Ja, das passt noch. So, und dann machen wir hier Surf Commoner aus. Wir setzen uns hier zwei kleine hübsche Häuschen hin.
Einmal so vielleicht. So. Ja. So ist doch gut. Kann sogar noch ein Stückchen weiter nach hinten. Und dann passt das. So. Ja, das schaut doch nett aus. Das schaut doch nett aus. Machen wir nochmal das gleiche daneben. Geht das? Würde gehen. Wenn dann nicht wieder das Territorium käme. Aber das kann man doch locker so machen, oder? Ne, da schwebt es in der Luft. Dann nicht. Dann machen wir es so. Ja, noch ein Stückchen. So. Oh, das schaut doch ganz lieb aus. Ich denke, das kann man so lassen. Gut, die bauen wir mal. Tadam, tadam, tadam. Und dann huschen wir mal hier hinter. Das ist jetzt gebaut. Das ist schön. Und hier hätte ich jetzt ganz gerne, dass wir uns noch ein Häuschen hinsetzen. Res. So. Surf Commoner. Was natürlich dann dazu passen sollte. Na, das ist doch ganz nett. Mit Klo dran. Vielleicht einmal so gedreht. So. Zack. Schaut davon aus. Oh. Vielleicht eher so. So. Jo. Das kann man doch so lassen, oder? Ja, komm. Das bisschen Schilf da. Rein kommen die auch, ne? Oder mach ich's doch lieber andersrum. Safety first. Was so machen. So. Und dann schaut es so aus. Ja, das passt. Das passt schon eher. Das ist supi. Wir haben eine Raumgröße 4. Na, das passt doch. Beherbergt bis zu 4 Dorfbewohner. Ist doch super. Ist doch ideal. Können wir auch bauen. Was haben wir hier? Euren Dorfbewohnern würde der Anblick von ein paar Ziersträucher gefallen. Das wird die Attraktivität des Gebiets verbessern und für bessere Wohnhäuser sorgen. Allerdings müssen diese im Almanach erworben werden, sobald ihr über ausreichend Münzen und Wohlstand verfügt. Pflanzen wir ein paar Ziersträucher. Ein paar Ziersträucher. Ich meine, wir hatten ja sowieso vor, dass wir den Marktplatz hier ein bisschen verschönern. Jetzt muss ich bloß noch schauen, wo denn die Ziersträucher waren. Wo waren sie denn? Haben wir die überhaupt schon? Blütenstrauch, Dorf, was haben wir hier? Geschnittene, gemauert, behauen, rusti, behauen, Oal, rund, Wasser, Standard. T. Was haben wir hier? Wetterhahn, Fässer, Viehzaun, gedeckter Stall. Holzhütte. Lass mal gucken. Allgemeine. Ach, guck mal, ja. Da haben wir doch, oder? Das verstehen die doch unter Zierstrauch, oder? Jetzt machen wir uns mal den Dorfplatz hier ein bisschen attraktiver. Wir haben einen Brunnen, das ist schon mal ganz nett. Und wir haben hier ausreichend Platz. Jetzt muss ich natürlich hergehen. Wir haben immer noch nicht alle Zäune, ne? Ne. Wir haben leider immer noch nicht alle Zäune. Vielleicht sollte ich doch mal... Wettern, Fässer, Viehzaun. Gedeckter Stall. 25. Kaufen wir das mal ein. Komm, wir kaufen mal. So. Hier habe ich noch das hier. Das nehme ich auch nochmal mit. Und das sollte jetzt eigentlich mal reichen, oder? Königreich. Was haben wir hier drin? Pettlager, Waffenständer, Bogenständer. Das brauchen wir nicht. Holzkreuz, Rusti, schlichte Steingrab. Braucht man eigentlich auch nichts, ne? Aber ich nehme es trotzdem mal mit für lächerliche 25 Öcken. Nee. So, habe ich jetzt hier ein bisschen mehr gekriegt? Schaut nicht so aus, ne? Fan
Eins mit Wein. Auch kein Schwein. Holzzaun? Wo ist denn jetzt der Viehzaun? Sag jetzt nicht, dass es... Seilzaun. Ich meine, die Dinger sind schon ganz nett, aber die sind halt mir gefühlt zu wuchtig. Ne? Und vom Bauen her ist halt auch wirklich... Mäh. Mäh. Okay. Wir können das ja später immer noch ersetzen. Das ist ja nicht so. Ne? Dann nehmen wir halt einen ganz normalen Zaun. Frieden das Ganze mal hier ein bisschen ein. So. 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 Und so, damit wir hier mal so ein bisschen geschlossenes Eck kriegen. Hier würde ich noch mal warten. Eventuell bauen wir hier noch ein bisschen mit dem Haus um. Aber wir werden das hier nutzen. Sprich das hier. Da haben wir hier den Eingang. Setzen wir uns ganz einfach mal hier noch ein bisschen Zeugs hin. So. Und dann lassen wir das mal hier einmal so rumgehen. Hier wird es aufgemacht, da wird es zugemacht. So, und dann geht das hier mal irgendwann so rüber. Wie gesagt, das ist nichts Fixes, ne? Das ist hier einfach nur mal so hindrapiert. Okay. Ja, das wird doch schon. Da schaut doch schon mal eine ganze Ecke besser aus. Und wenn wir jetzt mit den Ziersträuchern arbeiten wollen, würde ich fast vorschlagen... Wir setzen uns mal hier einfach mal so... Warum ich da Platz lasse, werde ich euch gleich zeigen. So. Haben wir ja schon mal ein bisschen was gesetzt hier, das ist ja schön. Dann könnte man nämlich eigentlich hergehen und könnten sagen, die pflanzen wir jetzt einfach mal. Schade, dass man das nicht ein bisschen besser sieht. Ist das das Ding? Dann gehört es so. Zack. Zack. Und hier ein bisschen. Und da noch ein bisschen. So. Dann haben wir die Ecke auch mal ein bisschen aufgehübscht. Hübschi, hübschi. Jo. Kann man so angucken. So, hier sind wir soweit, dass das passt. Das ist schon mal gut, aber noch nicht gut genug. Denn ich denke schon voraus. Das bedeutet... Ich brauche hier noch mal ein Haus. Ich brauche hier noch mal ein Haus. Das ein bisschen anders ausschaut. Und was ich sehr gut anbauen kann, ist, glaube ich, das. Das müsste gehen. Wenn wir das nämlich jetzt hier so hinsetzen. Ja. Ah, da baue ich mir den Balkon da oben zu, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so gewollt. Deswegen lassen wir einfach mal ein bisschen Platz. Lass mal ein bisschen Platz hier. So. So. Und dann haben wir hier eigentlich schon mal ein recht schönes Gehöft. Weil ich würde ganz gerne den Raum dann nutzen für Weizen und Co. und hier dann den Mais anbauen. Dann haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer wundervollen Klappe geschlagen. Das könnte funktionieren. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das nicht ein bisschen zu wuchtig ist. Das ist doch idealer. Das ist idealer. Wenn man das hier so ein bisschen schräg setzt, also das halt ein bisschen versetzt, dann haben wir hier so einen kleinen Hofplatz. Machen das so hin. Zack. Da passen vier rein. Gut. So machen wir es. So machen wir das. Da will schon wieder mehr was.
Grandioser Markt. Die Dorfältesten haben das Gefühl, dass euer Dorf beinahe bereit ist, einen Jahrmarkt zu veranstalten. Jetzt schon. Allerdings ist es etwas peinlich, Besucher mit einem solchen Markt zu empfangen. Sie möchten, dass ihr sein Erscheinungsbild verbessert. Ein paar farbenfrohe Zelte würden den Geschäften sicher nicht schaden, oder? Ich meine, wir haben 20 Stoff, das würden wir hinkriegen. Das ist jetzt nicht so das Problem, ne? Ja, komm, dann machen wir das mal. Dann machen wir das doch. Hab ich noch nicht, oder? Arbeiterschaft? Ne, hier, ne? Wo waren das? Taverne? Warenmarkt? Okay. Wo habe ich denn das? Das habe ich doch schon geholt, oder? Gut, dann hauen wir da mal ein paar Zelte drauf. Wenn es denn sein muss. So. Machen wir hier ein rotes Zelt hin. Zack. Das passt. Und da drüben machen wir dann ein blaues Zelt. So. Dann können wir das mal bauen. Bauen. Von 5 Arbeiterschaft. Prunk beim Gebäudemarkt. Okay, da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Fässer aufstellen und so einen Schnickschnack. Aber jetzt warte ich mal, bis die Zelte gebaut sind. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Hier brauche ich, glaube ich, noch ein Treppchen. Zack, zack. Hallo, zack. So, jetzt. Jetzt. Und dann können wir das doch hier so rein. Das wäre fein. So. Ja. Wie schaut es hier unten aus? Das sollte eigentlich auch gehen. Ja. Vielleicht so ist es hier so, oder? So. Zack. Bauen. Ja, es geht. Sollte reichen. Das sollte reichen und dann muss ich das noch ein bisschen begrenzen, dass die mir nicht in der Gegend rumlatschen. Zack, zack, zack. Ja. Dann hier so. Hier lassen wir dann offen. Und hier. Und dann lassen wir das hier so reingehen. So. Das sollte soweit reichen. Und hier oben machen wir das gleiche in grün. Dann fange ich aber da an. So. 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 Dann bis hier hin. Dann hier. So. Und dann dahinter. Ja. Das ist okay. Das ist doch okay. So. Haben wir jetzt das auch? Ja. Das haben wir und das haben wir. Sehr schön. Marktstände? Nö. Noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Die Bäume wachsen, das ist schön. Wird's doch gleich schon mal wieder ein Stückchen heimeliger. Ne? So schaut es schon mal nicht schlecht aus. Okay. Dann lasse ich mal ein bisschen die Zeit schneller laufen. So. Na komm, hau drauf. Der ist schon fertig. Und dann können wir ja noch ein bisschen Zeug hier verteilen. Oh, apropos Zeug. Na, guck mal. Na, schau mal hin. Bleibt anscheinend alles in der richtigen Größe. Das ist natürlich nett. Das ist doch fein. Das mag ich. Kann so bleiben, bitte. Audienz. Ratschlag, Einfluss gewinnen.
Eine abgelegene Gemeinschaft von Fischern sucht nach einem gutherzigen Baumeister. Sie brauchen Hilfe beim Bau einer Brücke, die ihr Dorf mit dem Rest des Reiches verbinden soll. Sie haben nicht viel zu bieten, aber sie versprechen den Arbeitern von eurer Großzügigkeit zu erzählen. 90% Erfolgschance. Ja. Ja, dann machen wir das halt, ne? Na komm. Na guck mal hin. Hat doch geklappt. So, und jetzt brauche ich hier noch ein bisschen Gedöns. Ein bisschen Gedöns. Wie viele Punkte haben wir denn schon? Sieht man das? Natürlich nicht. Na gut. Na gut, dann nehmen wir hier mal, das bringt uns einen Point. Setzen wir einfach mal hier. Zack. Zack, das sind schon mal 2 Punkte. Was haben wir noch? Den Rest brauchen wir eigentlich gar nicht, bis auf die komischen Schilder. Haben sie die eigentlich jetzt mittlerweile ein bisschen größer gemacht, oder? Lächerlich. Lächerlich. Holzhütte, ich brauche doch keine Holzhütte. Braucht denn bitte schön Holzhütten? Stellen wir hier noch einen hin. So. Dann haben wir jetzt 3. Sind wir noch nicht? Immer noch nicht. Viehzaun. Was das beim Markt zu suchen hat? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Da haben wir ein Holzding. Die könnten wir doch eigentlich ganz schnuckelig hier hinstellen. Ich denke mal, es zählt immer noch dann zum Markt mit. Zack. Und eventuell hier noch hin. Dann müssten wir es doch eigentlich haben, oder? Warte mal, bringt es überhaupt was? Ja. So, hier ein bisschen in den Busch rein. So, bauen. Gucken wir mal, ob das was gebracht hat. Ich bin gespannt. So, und dann haben wir hier doch so ein kleines, schönes Plätzchen. Was momentan noch nicht wirklich Sinn macht. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir setzen uns hier einen wunderschönen Baum hin. Gucken wir mal, was da drin geboten ist. Ach, das waren die nicht so schön. Genau. Das waren die nicht so schönen. Die lassen wir wieder weg. Und dann nehmen wir lieber da. So. Jetzt. Guck mal. Doch ideal. Dann setzen wir uns hier mal schön hin. So. Bauen den mal. Ja. Das wertet doch so ein Marktplatz gleich auf. Warum steht der eigentlich da in der Gegend rum? Aha. Andere beeinflussen. Die Fischer sind dankbar für euren Bauplan, denn eine Brücke wird ihre Gemeinde nach vorne bringen. Als Dank würden sie gerne eine große Anzahl von Fischen gegen einige eurer Steine tauschen. Wir haben 450 Steine, wie viel wollen sie denn haben? 25, okay. Na klar doch. Nehmen wir doch. 50 Fisch kriegen wir dafür. Mach mal. Das machen wir. Das finde ich gut. So, Ratschlag befolgt. So, das ist jetzt gebaut und wir haben es geschafft. Markt verbessert. Sehr gut. Sehr gut. Schaut doch gleich freundlicher aus hier. No? Ja, guck mal, passt doch. Ja, dann sind wir doch wieder ein ganz kleines Stückchen weitergekommen. Hier ist die Vorbereitung schon im vollen Gange. Da werden wir dann den Weizen anbauen. Das gibt dem Ganzen auch ein bisschen schönen ländlichen Charakter. Das war mir jetzt bei der Map besonders wichtig, dass wir das alles ein bisschen entzerren. Sind zwar die Wege ein bisschen weiter, aber hey, was soll's? Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Brunnen kriegen die gleich mal mitten in den Hof reingepflanzt. So. Zack. 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 So. Ne? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Nachdem ich jetzt die 2 Dinger da gebaut habe, werde ich, oder das ist so die Planung von mir, dass wir dann diesen Bereich erstmal hier löschen. Und dann können die da drüben einziehen.
So war der Plan. Vielleicht sogar noch eine zweite Fischerhütte mit dazusetzen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Machen wir mal. Das machen wir. Na, wo haben wir es denn? Nahrung. Hier. Huh. Meisterwerk des majestätischen Buntglasfensters. Euer hohes Ansehen beim Kleros hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten aus diesem Anlass das Meisterwerk des majestätischen Buntglasfensters bauen. Optionaler Bonuseffekt, eine neue Handelsroute wurde freigeschaltet. Bedingung für Bonuseffekt muss Bestandteil des Gebäudes sein, in dem sich große Halle befindet. Aha. Okay. Na gut, ne? Dann ist das so. So, dann haben wir hier. Und dann können wir doch damit mit rein snatchen. So. So. Das machen wir bauen. Weil dann kann ich nämlich hierher gehen und kann sagen, okay, hier machen wir mal ganz kurz, bitteschön, zwei kleine, kuschelige Fischerhütten. Nichts Großes, sowas hier. Ja, die setzen wir uns mal hier eine hin. Und wir setzen uns hier eine hin. So, sehr schön. Ja, dann wird das doch. Ich finde es echt idyllisch jetzt, unser kleines Dörfchen. Hat was. Jo, hat was. Kann man, glaube ich, drauf aufbauen. Das wird. Das läuft doch alles. Das ist okay. Warum steht hier jemand rum? Sind unsere Lager voll? Sind unsere Lagerchen voll? Aber wir werden sowieso mal hier in der Gegend dann noch so einen kleinen fahrenden Jahrmarkt machen. Was heißt Jahrmarkt? Aber so einen fliegenden Händler, ne, die hier auch noch mit Beeren und Fisch verkaufen, damit die Leute nicht so weit weglaufen müssen. Und auch, denke ich mal, dass wir hier unten irgendwie ein paar Karren hinstellen. Mal gucken. Mal gucken, wie wir das machen. Es wird auf jeden Fall. Schaut da schon mal ganz nett aus. So, Fischerhütte ist gebaut. Das ist gut. Da werde ich dann gleich jemand reinsetzen, wenn ich denn jemand hätte, aber ich habe gar keinen. Haha. Dann machen wir das so, ich schalte die Einwanderung ein. Wir machen an der Stelle dann mal eine kleine Pause. So. Dann wollen wir mal hier gucken, dass wir hier wieder das Thumbnail richtig schön hinkriegen. So. Da schaut doch schön aus. Pause gedrückt. Wunderbar. Gut, Kinders, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstagabend. Ich freue mich richtig, dass wir wieder am Start sind, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es war schon ein Schockmoment, aber ich denke, wir haben jetzt wieder so viel Positives aus den alten Staffeln mitgenommen, was man hier wieder ein bisschen besser machen kann. Und das ist ja auch schon mal was. Ja, also gut, Kinders, dann würde ich sagen, na, sehen wir uns am Donnerstag. Kommt mir gut in den Mittwoch rein. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.